So Leute, let's go! Let's go! Komm jetzt endlich mal ein Sieg, Alter. Endlich mal ein Sieg 2022. Ey, wir sitzen hier jede Woche und wir haben noch nicht einen einzigen Sieg. Wie bitter ist das eigentlich, Alter? Wie bitter ist das? Okay, jetzt geht's bei mir los. Weil jetzt haben wir schon wieder keine Außenspieler. Ja, ich glaube wirklich, Serdar spielt im Zentrum. Gut, Suat. So wollen wir ihn sehen. Starker Ball. So wollen wir ihn sehen. Und jetzt einmal eine gute Flanke. Digga, er schießt da Rieder an, Alter. Flank doch einfach. So wollen wir Suat sehen. Warum schießt der denn da, Alter? Noch kein Gegentor. Gut trainiert. Das stimmt. Ja, ich finde das Stadion von Freiburg auch okay, aber es ist so baukastenmäßig. Also ist mir zu Standard. Aber natürlich ist schon ein cooles Stadion für Freiburg. Aber ist so Mainz-mäßig, ist so Hoffenheim-mäßig, ist halt nichts Besonderes. Hallo, nein! Ich sehe doch schon, wie der sich da freiläuft, ey. So. Oh, zu viele Abstände im Mittelfeld. Das ist doch kein Foul, Mann! Wieso muss Jovetic überhaupt dahin? Wieso muss Jovetic überhaupt dahin? Toll, und die können mega gute Freistöße, ey. Ja, okay, Digga, das ist doch kein Foul. Der liegt doch schon. So, aufpassen. Grifo kann krasse Freistöße. Stark! Lotka, die geile Sau! Sehr stark gehalten. Stark gehalten, Alter. Wie Tim Wiese geflogen. Stark gehalten. Stark gehalten. Nicht schlecht. Also wirklich Respekt. Super gehalten, Alter. Super gehalten. Ich sag euch ganz ehrlich, voll oft hätte Schwolo vielleicht so einen Ball nicht gehalten. Und dann sagt man, ja, der war auch mega gut geschossen. War nicht unhaltbar, aber war auch kein Torwartfehler. Ganz ehrlich. Bei Schwolo sind ganz oft so eine Dinger drin und dann sagt man, ja, ist ja kein Fehler, der war ja super geschossen. Aber ein guter hält sowas halt. Komm rüber, sehr gut. Ja, MC Bertie, sag ich doch. Ganz ehrlich, hat er bisher eine schwächere Ausstrahlung als Schwolo? Ich glaube nicht. Wir werden es ja noch sehen, aber ist es schwächer als Schwolo? Ich glaube nicht. Und der kostet vom Gehalt wahrscheinlich ein Zehntel, wenn überhaupt. Komm jetzt mal, Björkan, zeig mal, was du kannst. Oh, nein, 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 Mann, nein, nein. Oh, nein, aber weil Toussaint wieder so einen dummen Laufweg macht davor. Na, hat er den getroffen? Nee. Also, sorry, da ist gar keine Berührung. Gelb für Schwalbe, Alter. Das ist gelb für Schwalbe. Das ist doch... Der trifft den doch überhaupt nicht. Hä? Guck dir das an, Mann. Er trifft den doch gar nicht. Wollen die mich verarschen? Er trifft den doch gar nicht, Mann. Hä? Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? Hä? Er hat den doch gar nicht berührt, Alter. Ich sehe da keinen Kontakt. Ist klar, Alter. Das ist doch lächerlich, Mann! Wo ist da der Kontakt? Das ist kein Kontakt! Guck mal Lotka an, was das für eine geile Sau ist. Guck ihn dir an! Was ist denn das für ein Torwart? Ich sehe da ist doch keine Berührung, Dicker! Aber ey, Lotka hat den sogar fast gehabt. Guck mal, wie kann man so selbstbewusst sein als Jugendspieler? Scheiß jetzt auf das Gegentor. Guck mal, wie Lotka die Mannschaft anspornt. Der klopft sich auf die... Guck mal, der war so perfekt geschossen. Aber Digga, das ist für mich 1 Milliarde Prozent kein Elfmeter.
eine Milliarde Prozent nicht. Das ist für mich nie im Leben Elfmeter. Das ist absolut verpfiffen, ohne Scheiß. Das ist zu, also, sag mir einer, wo er da eine Berührung... Ich habe da keine Berührung gesehen. Wo? Wo ist da eine Berührung? Und der VAR, er sagt nicht mal, guck dir das doch mal an. Wozu haben wir diesen scheiß VAR? Aber Lotka, geile Sau trotzdem. Ey, alleine, wie dieser Lotka einfach... Der ist... Wie alt ist Lotka? Wie alt ist Lotka? Dass der da eine Ansage macht, die habe ich noch nicht einmal von Schwolo gesehen, so eine Ansage. Aber jetzt ehrlich, ganz, ganz ehrlich, wozu hat 19 Jahre und der macht denen eine Ansage? Aber sag mir mal ehrlich, wie kann es sein, dass da ein VAR nicht einschreitet? Wie geht sowas? Wie kann es sein, dass ein VAR da nicht zumindest mal sagt, guck dir das an? Die haben ja gar nicht, die haben es ja gar nicht überprüft, die haben ja einfach durchgewunken. Wie kann das sein? Das ist so eine richtige Abstiegssaison. Du spielst nicht gut, du verlierst viel und dann kriegst du auch noch die Schiedsrichterentscheidung gegen dich. Es stimmt einfach nichts bei uns. Nichts. Es stimmt einfach nichts. Hort Bene, danke für deinen Twitch Prime Sub. Zweiter Monat am Start, ein Toast auf dich. Jetzt hast du endlich ein Abzeichen, mein Lieber. Aber es ist wirklich, also vielen Dank für deinen Support, wirklich, aber es ist wirklich lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Da ist keine Berührung und dieser scheiß Kommentator sagt dazu auch nichts. Bei allen anderen Mannschaften wäre es wieder der größte Skandal. Aber war meines Erachtens, unabhängig davon, dass es kein Foul war, vorher wieder ein Fehler von Toussaint, weil er da völlig falschen Laufweg hat. Völlig falscher Laufweg von Toussaint, meines Erachtens nach. Ja, positiv bleiben. Ey, dieser Lotka, richtig geile Sau. Ich schwöre dir auf alles. Egal, ob jetzt Christen sind, egal, ob alle wieder fit sind. Mal gucken, wie der dieses Spiel bestreitet, Lotka. Ich glaube, ich würde Lotka aufstellen. Das, wenn er jetzt ein richtig geiles Spiel macht, alleine von der Körpersprache, dann musst du den nächstes Spiel wieder aufstellen. Dann musst du den wieder aufstellen. Dann lache ich mir doch den Arsch ab. Sören, mein Lieber, danke für deinen Tier 1 Sub. Fünfter Monat am Start. Nächsten Monat kriegst du den Champions League Pokal. Hast absolut recht. Das ist ein Skandal. Das ist ein absoluter Skandal. Das ist eine Frechheit. Eine hodenlose Frechheit, wie man da Elfmeter pfeifen kann. Bei so Mannschaften wie BVB, Bayern und so weiter machst du daraus einen richtigen Skandal. Da machst du einen richtigen Skandal draus. Bei uns, ja, kann man geben. Aber so ein Elfmeter. Er guckt sich diesen Elfmeter nicht mal mehr an, Mann! Er guckt den nicht mal an! Ey, Lotka strahlt so eine Sicherheit aus, Alter. Eins in den Chat, wenn ihr Lotka jetzt als Stammtorhüter sehen wollt. Auch wenn es erst... Ey, allein diese Körpersprache, ist mir scheißegal, wie der jetzt noch hält. Eins in den Chat, wenn ihr den als Stammkeeper sehen wollt, ganz ehrlich. Hallo! Ey, was macht dieser Boyata da schon wieder? Da kannst du ja lieber Lotka zum Kapitän machen, Alter. Lotka macht dem Kapitän eine Ansage. Ja, das sagt alles, Alter. Hey, wie kann das überhaupt sein? Guck mal, wie der die rausschiebt da alle. Guck dir den an, wie der dirigiert, der Lotka. Guck dir den an. Wie kann es sein, dass Schwolo da immer noch im Tor steht? Aber wir spielen trotzdem scheiße, unabhängig vom Torwart. Aber wie kann das sein? Ich bin gerade wirklich on fire für Lotka. Fanboy-mäßig. Mann, die spielen aber auch schon wieder eine Scheiße da zusammen, ey. Ey, dieser Boyata ist so schlecht. Digga, was ist das für ein Kapitän? Alter. Was macht der denn, du? Ah, Mann, Pickering, Alter. Wie kann man den nicht reinmachen? Oh, Pickering, Mann. Dann lach ich mir doch den Arsch ab. Der muss doch drin sein. Mann, selbst von einem Pekarik, der muss doch drin sein. Den schieße ich mit aller Gewalt oben links in den Winkel und gut ist. Und dann so ein Pussy-Abschluss, ey. So ein Weichei-Abschluss. Das war so ein geiler Ball. Wir hatten den Ball gespielt auf ihn. Wir hatten den Ball auf Pekarik gespielt.
Ja, oder chippen, scheißegal. Aber wenn du den mit Gewalt oben reinflankst, dann ist der drin. Aber wie, er schießt den flach. Wer schießt den denn flach mit der Innenseite, Digga? Den musst du schießen. Vollspann, Mann. Vollspann. Verstehe ich auch null. Verstehe ich null, wie man Lotka erst jetzt einsetzen kann. Was der für eine Sicherheit und für eine Körpersprache mitbringt, ist unglaublich. Guck mal, wie der rauskommt alleine. Wie der rauskommt, Mann. Nie von Schwolo gesehen, nie. Stark, Björkan, und das ist gelb. Das ist gelb. Ey, und ehrlicherweise muss man jetzt auch mal sagen, man hat mit so einem Torwart, seid doch mal ehrlich, man hat mit so einem Torwart im Rücken ein ganz anderes Gefühl. Man hat irgendwie das Gefühl, von hinten raus kommt die Power. Wisst ihr, was ich meine? Von hinten raus kommt die Power. Man hat irgendwie das Gefühl, da geht was. Mit so einem Rückhalt. Digga, wo ist das Ball gespielt, Digga? Hä? Das ist eine gelbe Karte und V, ist der krank? Wo ist das Ball gespielt? Was ist mit diesem Schiedsrichter, Digga? Ist doch lächerlich, dieser Schiedsrichter, Alter. Hä? Er spielt den Ball überhaupt nicht. Ich bin nicht so ein Typ, der auf Schiedsrichter rumhatet, weil ich das immer peinlich finde, aber der Schiedsrichter ist ja komplett lost. Komm, Suat, komm. Das ist auch ein Foul und das... Jetzt gib doch mal gelb, Mann! Mann! Der muss doch flach nach links oder hoch nach links, aber doch nicht kurzer Pfosten. Ey, so gut wieder. Oh, das war gut von Belfodil und Darida. Muss. Ja, war auch schwer. Der Winkel war schon zu spitz. Oh, stark, Tussa! Digga, wohin dieser Richter? Mann, ey. Aber Tussa stark. Selke, Emote in den Chat. Selke, Selke, Selke. Das war's, Leute. Das war's und das war's bitte endlich auch mal mit diesem Korkut, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Kann man diesen Korkut immer noch nicht anzweifeln, Alter? Ich versteh's einfach nicht. Jetzt kann man wieder sagen, ja, wir haben gut gespielt. Ja, aber wenn wir keine Punkte holen, wenn wir keine Punkte holen, was bringt diese Scheiße, Mann? Was bringt uns das, wenn wir keine Punkte holen und jedes Mal gut spielen? Bitte, einfach nur diesen Trainer raus. Wir haben noch 9 Spiele. Wir haben noch 9 Spiele. Haut diesen Trainer raus. Ja, keine Ahnung, wer kommen soll, aber dann hätte man Korkut gar nicht erst holen dürfen. Es ist einfach, es geht so nicht. Es geht so nicht. Der hat einen Punkteschnitt von 0,8. Es geht so nicht. Dann setz, du siehst es doch, setz auf die Jugend, setz auf Lotka, setz auf Anton Kade, setz auf die Jugend, aber setz nicht auf diese, keine Ahnung. Mann! Dieser Lee, dann bring doch diesen Anton Kade. Mann, ey. Wir werden sowieso wieder 1000 Ausreden haben. Ja, klar war der Elfmeter unberechtigt. Ja, klar ist es bitter, dass Gechter sich verletzt. Aber irgendwann muss man doch mal punkten. Es wird wieder nur Ausreden hageln. Und ja, wir vertrauen auf Korkuts Arbeit. Es läuft super mit Korkut. Wir haben super trainiert. Ja, der ist genau der Richtige mit seiner Ruhe. Der macht alles richtig. Ja, das ist einfach zu wenig, Alter. Es ist einfach zu wenig. Ey, Tim, danke für 45 Bits. Ich habe mich schon mit dem Abstieg abgefunden. Ja, aber es sind doch noch 10 Spiele. Es sind doch noch 10 Spiele. Dann wechsel jetzt den Trainer, Mann. Wo steht Björkan da überhaupt? Warum steht Björkan da bei diesem anderen Spieler? Warum? Warum steht er überhaupt bei diesem anderen Spieler? Hör mir auf mit dieser Scheiße. Wenn du diesen Trainer nicht langsam rausschmeißt, dann flippe ich hier aus. Florida, Digga, danke für 100 Bits. Ich hoffe, dass Bobic im Doppelpass auseinandergenommen wird. Bestbezahlter Manager der Liga, so ein Scheiß. Ich hoffe auch, der wird richtig mit seinem Scheiß. Ja, ja, und wir vertrauen auf Korkut. Ja, ja. Digga, ich raste hier gleich aus. Frechheit ist das. Lotka, der Einzige, der hier noch kämpft, Alter.
Absolut lächerlich, diese Leistung. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Dieser Björkan steht... Die stehen mit Röcker zu zweit auf einem Mann und der lässt seinen Mann laufen. Der lässt seinen Mann laufen und dann trifft er den Ball nicht mal, Alter. Wieder drei Gegentore. Ja, aber wir hatten mit Corona zu kämpfen und Stark ist ausgefallen und Gechter ist ausgefallen und der Elfmeter war keiner. Ja, na und? Ja, das 1-0 war ungerechtfertigt. Die hatten aber auch mehrere Chancen. Klar, wir haben wieder 15 Minuten gut gespielt. Na und? Na und? Ja, hör mir auf mit diesem Korko und diesen scheiß Ausreden jedes Mal. Nur Ausreden hier. Danke, Morg, für nochmal 45 Bits. Kann man nur ausrasten bei dieser Scheiße, ey. Schiedsrichter gegen einen. Was sind das auch für Wechsel, Mann? Wer wechselt so? Wer wechselt so? Und nächstes Mal steht wieder Schwolo im Tor, alles klar. Ganz ehrlich, allein dafür, ich weiß, jetzt sagt ihr wieder Mitty-Fanboy da. Björkan, Junge, was macht der da? Ich bin so gespannt. Ja, das ist nur Pech. Das ist nur Pech, es läuft gerade nicht, aber ich denke nicht an die zweite Liga. Ey, Bobic, hör mir auf mit diesem Bobic, Alter. Ey, dass dieser Korkut einfach, der wird wieder nicht gefeuert werden. Der wird wieder drin bleiben. Korkut macht seine Arbeit mega gut. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, Trainingsweltmeister waren sie wieder. Gut. Das ist immer bis zum Strafraum sieht es ganz okay aus. Bis zum Strafraum sieht es ganz okay aus und dann folgt nichts. Dann folgt einfach nichts. Selke, hat der überhaupt schon einen Ball gehabt? Hat Selke schon einmal den Ball gehabt? Ich habe den noch nicht einmal am Ball gesehen. Ich habe gerade vergessen, dass er überhaupt spielt. Hey, wieder mal 0-3. Und minus 29. Minus 29. Ey, hör mir doch auf, Alter. Hör mir doch auf. Wie soll dieser Trainer das noch rumreißen? Wie soll dieser Trainer das noch rumreißen? 0,7 Punkte im Schnitt. Hör mir doch auf. Kann Bobic jetzt endlich mal feststellen, dass es eine Fehlentscheidung war, den einzusetzen? Das musst du an einem Trainer festmachen. Und jetzt hört mir auf, der Kader ist zu schlecht. Klar ist der Kader zu schlecht. Aber guck dir doch Union an. Guck dir doch Mainz an, wie die das alle machen. Es kann nicht nur am Kader liegen. Wir hätten mit Dardai 100% mehr Punkte. 100%. Das liegt auch am Trainer. Hört mir doch auf. Das liegt am Trainer. Klar gibt es kaum Alternativen, aber es geht so nicht mehr. Natürlich kann sich Bobic keine Fehler eingestehen. Natürlich nicht. Und es war damals auch nur eine persönliche Sache zwischen ihm und Dardai. Ja, Hartmann bis Ende der Saison. Keine Ahnung, ist mir egal, wer. Es geht so einfach nicht weiter. Es geht so nicht weiter.